Und wenn ihr es noch so oft behauptet, diese Kamera ist nicht besser wie die vom A3. Wie die Kamera von meinem alten Handy. Warte mal, ich muss nochmal. Ich bin das so. Ey, wenn es nicht gerade ist, drehe ich am Rad. So. Die ist nicht besser. Sie ist gut, aber nicht besser. Das hat auch einen ganz bestimmten Grund. Die Kamera hier von dem J3 hat nämlich nur 5 Megapixel vorne. Und die Kamera vom A5 2016 oder A3 2016. Ich weiß es nicht. Die hat nämlich 8 Megapixel vorne. 8. So, meine Lieben. Ja, einer hat es geschrieben. Ich werde immer fetter. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe schon wieder 115 Kilo drauf. Aber wie hat Dani so schön gesagt? Ich bin nicht fett, ich bin wohlgenährt. Ja, das bin ich wohl. Es ist Donnerstag, wo stehe ich wohl? Übrigens, das vorletzte Donnerstagsvideo hat YouTube gelöscht. Ich habe keine Ahnung warum. Es ist einfach verschwunden, es ist nicht mehr da. Das mit der Verlosung, weil einige haben gefragt, was ist denn jetzt eigentlich mit der Verlosung, wo wir tolles Video drunter schreiben dürfen. Ich finde das Video nicht mehr, es ist weg. YouTube hat dieses Video gelöscht. Ich weiß nicht warum. Ich habe keine Ahnung. Ich habe weder eine Mail bekommen, noch hat mir irgendjemand Bescheid gesagt, dass das Video gelöscht wird. Es ist einfach weg. Tja. Warum YouTube das macht und was das für einen Sinn und für einen Grund hat. Leute, ich habe keine Ahnung. Macht das alles einen Sinn, was YouTube macht? Ganz kurzer Abriss zu UpRed. UpRed hat 7 Monate auf Bewährung bekommen und 200 Sozialstunden. Und sein Kompagnon, der bei dem Bombenprank dabei war, muss 1200 Euro Geldstrafe bezahlen. In meinen Augen viel zu wenig. 7 Monate auf Bewährung. In England haben sie doch die eine Kuh da für den gleichen, für 3 Jahre eingesperrt. Auch für einen Bombenprank. Und von mir aus hätten sie den UpRed auch einsperren können. Ja. Weißt du, wenn einer mit 250 Sneakers, was ist mit meinen Haaren los? Wenn einer mit 250 Sneakers rumprahlt, selbst wenn er die jetzt verschenkt, ja, aber die hat er ja mit dem Geld der Kinder bezahlt, die sein scheiß Merchandising kaufen. Ja, der, also so Leute wie UpRed, Leon Mascher, Simon Ledus und wie sie alle heißen, diese Penner, ja, die zeigen, wie man in der Küche eine Rauchbombe baut. Das war, glaube ich, der Simon. Letztens eine Riesendiskussion gehabt mit Kindern auf Facebook, weil, und jetzt Gruß an Toni, die Hamburger Band 187 Straßenbande. Toni ganz entsetzt. Weißt du, der hat am Telefon, der hat fast das Telefon fallen lassen. Er hat gesagt, Digga, 187 Straßenbande. Digga, das heißt 187 Straßenbande. Mir doch egal. Von mir aus auch 187 Straßenbande. Da haben sie doch den Frontmann verhaftet und da machen die jetzt eine Promo-Aktion draus. Und da haben 2, 3 Zeitschriften in Facebook darüber berichtet und ich habe in allen 3 Zeitschriften gefragt, wer zum Teufel ist das denn bitte? Und dann haben die Leute halt so geguckt und haben gesehen, dass ich DJ bin. Und dann sind sie auf mich losgegangen, weil ich doch als DJ die 187 Straßenbande kennen muss. Nee, Leute, muss ich nicht. Ich habe von 187 Straßenbande noch nie was gehört. Ja, ich weiß, die haben 4 Lieder in den Charts gehabt in den letzten 6 Monaten. Oder im letzten 8 Monaten. Aber die gibt es erst seit 2016. Und die haben eine goldene Schallplatte, 100.000 Verkaufte. Aber die kennt man hier unten nicht. Ich kenne die nicht. Ich habe auch... In den letzten 2 Jahren standen die nicht einmal auf dem Wunschzettel und ich habe 120 Auftritte gemacht in den letzten 2 Jahren. Mehr, 140, 150 fast. Und da war nie 187 Straßenbande auf dem... Die würde ich auch nicht spielen, davon mal abgesehen. Die würde ich auch nicht spielen, weil wenn ihr die euch einmal anhört, das ist... Hört euch einfach mal Jungs an oder Millionär. Das kannst du nicht anhören, den Scheiß. Das ist doch keine Musik. Erstens ist es keine Musik, zweitens ist es kein Gesang, drittens sind die Texte unterirdisch und viertens gehört sowas verboten. Ganz ehrlich, für mich gehören solche Texte verboten. Ganz einfach. Und ich glaube auch nicht, dass das im Radio gespielt wird. Ich glaube nicht, dass 187 Straßenbande in Deutschland in irgendeinem Sender im Radio stattfindet. Also im richtigen Radio, weder im privaten noch im öffentlich-rechtlichen Bereich, glaube ich nicht, dass diese Lieder gespielt werden. Behaupte jetzt einfach mal ganz frech, ja, dass die garantiert nicht gespielt wird. Oh, was haben wir denn hier?
Machen wir mal ein Live-Auf-Eating von einem Quarkbällchen. In Fett ausgebacken, wisst ihr? Dass meine Hater wieder drunter schreiben können, du fette Drecksau. Ich hab noch eins. Naja, ApoRed, ich mochte den noch nie. Ehrlich, diese arrogante Fatzke, ne? Ganz kleinlaut vor Gericht, will nicht gefilmt werden. Wisst ihr? Ey. Fatzke. Fanta Zero schmeckt nicht. Das schmeckt zu derbe nach diesem Süßstoff. Ganz schlimm, ey. Ach so, wo wir gerade dabei waren mit dem vor 14 Tagen des Donnerstags Video. Mit dem, wer geiles Video drunter schreibt, gewinnt was. Ich weiß nicht, wieso die das gelöscht haben. Keine Ahnung. Aber wir versuchen das Ganze jetzt nochmal. Und diesmal schreibe ich es mir auf. Ich schreibe es in den Titel rein, dass hier auch ein Gewinnspiel versteckt ist. Und zwar machen wir es jetzt so. Wer mir drunter schreibt, wie meine Frau heißt, nimmt an der Verlosung teil. Okay? Wer mir drunter schreibt, wie meine Frau heißt, nimmt an der Verlosung teil. Ich verlose wieder was, ein schönes Paket. Ich weiß nicht mal, was drin ist. Irgendwelcher Schmarrn wird da schon drin sein. Und dann schicke ich euch das. Ihr müsst aber, wenn ihr dran teilnehmt, natürlich mir auch eure Adresse geben. Es gab es schon 2 oder 3, die haben sich da nicht mehr gemeldet und mir ihre Adresse nicht gegeben. Ich muss euch das natürlich auch zuschicken können. Dafür brauche ich eure Adresse. Dafür müsst ihr euch also outen. Ja, eure Adresse ist bei mir gut aufgehoben. Keine Panik. Ich habe einige Adressen von Leuten, da würden andere Leute viel Geld für ausgeben. Ne? Aber die sind bei mir gut aufgehoben. Ich schweige wie ein Grab. Kurzer Gruß an Mario Kaiser, Skipper Mario. Der wahrscheinlich wieder auf dem Weg ist mit seinem Wohnmobil in Richtung Süden, um ein bisschen Kraft zu tanken. Wo du die Energie hernimmst, Mario, das wüsste ich gern. Wahnsinn. Was du jetzt noch anleierst. Unglaublich. Ich wünsche dir viel Kraft auf dieser Welt für die Aktionen, die du da jetzt noch so startest. Und ich lese deine Kommentare natürlich. Und wie gesagt, viel Kraft. Das schaffst du schon. Und du machst das schon richtig. Wehr dich. Lass dir nicht alles gefallen. Und du kannst ja nochmal anrufen. Und dann kannst du mir mal erzählen, was das war mit Leuten in deinem Haus. Echt jetzt? Jemand, der in deinem Haus wohnt, hat dich ausspioniert und verpfiffen. Das ist ja unglaublich. Im Auftrag von dem Mann aus Hamm. Unglaublich. Nicht zu fassen. Wirklich, das ist unfassbar. So, meine Lieben, ihr wisst ja, wo ich stehe, Donnerstag. Franzi tanzt. Mir auf der Nase rum. Leider das auch. Ja, das ist schon... Naja, was will man da machen? Große, kleine Kinder, kleine Probleme, große Kinder, große Probleme. Ja. Hier trudeln jetzt die Kinder ein, die da alle mittanzen. Ja, ja. Man muss ab und zu mal sich den Respekt wieder zurückholen. Wenn die Kinder meinen, sie könnten einmal auf der Nase rumtanzen. Es ist immer so eine Gratwanderung. Ja, man muss halt aufpassen, dass man den Respekt nicht verliert. Ne? Naja.
Da hat mich jetzt die ganze Zeit einer beobachtet, wie ich am Reden bin. Jetzt steigt er in sein Auto. Ja, auch die liebsten Kinder kommen in die Pubertät. Und dann muss man sich einfach durchsetzen. Ja, da muss man also klippenklar sagen, wo die Grenzen sind. Und wenn die überschritten werden, muss man mit der Faust auf den Tisch hauen. Nicht mit der Faust ins Kind hauen, sondern... Entschuldigung. Sondern da muss man mit der Faust auf den Tisch hauen. Muss also klippenklar sagen, Fräulein, so und hier bis hierhin und nicht weiter. Und dann scheppert es halt mal gewaltig. Und dann muss aber auch wieder gut sein. Ja, wir waren heute den ganzen Tag unterwegs, heute den ganzen Nachmittag waren wir zusammen unterwegs, weil sie hat eine neue Jacke gebraucht. Und das habe ich ihr gestern noch klippenklar gesagt. Du brauchst eine neue Jacke zum Beispiel. Wer kauft die dir, wenn nicht ich? Ja. Das sind Dinge, ja, manchmal das Gefühl, es entgleitet dir so ein bisschen. Ne? Es läuft alles dann so nebenbei und du denkst, na, Kinder so, Kinder da. Und irgendwo denkst du dann, entgleitet mir das jetzt oder was? Aber im Endeffekt kannst du eh nichts machen. Ja, du kannst sie weder einsperren, noch kannst du sie verprügeln, noch kannst du dies, noch kannst du das. Es läuft, wie es läuft. Wo ist eigentlich meine Brille? Oh, ich zeige euch was ganz Geiles. Aber ich habe euch, glaube ich, schon mal gezeigt. Ich habe nämlich so eine Lesebrille, die ich immer mitnehme. Und die kann man so zusammenklappen, guck. Dann klappe ich die auf. Und dann habe ich eine Lesebrille dabei. Weiß ich, habe ich schon mal gezeigt? Nee, ne? Jetzt sehe ich mich auch besser da. Ja, ich bin ja total blind, fast schon ohne Brille. Übrigens ist das hier die Kamera, ne? Ich gucke immer da oben hin, aber das hier ist der Lichtsensor. Da unten ist die Kamera. Ja, ja, mit meinem neuen Handy. So bin ich ganz zufrieden. Auf dem kleinen Bildschirm hier sieht es natürlich toll aus, das Bild. Ja, da reichen 5 Megapixel ja völlig aus. Aber wenn man es jetzt bei mir zu Hause auf dem Bildschirm aufbläst, ich habe einen 32 Zoll, glaube ich, daheim. Habe ich einen 32 Zoll? Ja, ne? Bei mir im Computer steht, glaube ich, ein 32 Zoll Bildschirm. Also ein richtig geiles Teil. Und da siehst du dann schon, dass das Bild nicht so dolle ist wie mit der anderen Kamera. Ja, ich weiß. Ihr seid mit dem zufrieden, was ihr vom Headley kriegt. Ne? Meine andere Brille ist aber auch da. Da. Die hat aber schon richtige Kratzer auf dem Plastik drauf. Hier. Da ist ein richtiger fetter Kratzer drauf auf dem Plastik. Guckt mal, der geht nicht mehr weg. Sieht man, ne? Ja. Da, der geht nicht mehr weg. Ein richtiger, dicker, fetter Kratzer auf dem Plastik. Wo bin ich denn da hängen geblieben? Irgendwo bin ich da beim Putzen, bin ich irgendwo hängen geblieben. Ach, habe ich euch das schon gezeigt hier? Weil heute habe ich es dabei. Das ist das Ding. Für meinen Herzmonitor, den sie mir hier eingepflanzt haben, da. Da. Sieht man es? Da ist der Schnitt. Da kann ich nochmal einen extra Marker mitsetzen, wenn ich denke, oha, jetzt ist was passiert. Dann kann ich noch einen extra Marker setzen. Deshalb muss ich immer dabei haben, ist mein ständiger Begleiter. Die Lesebrille ist mein ständiger Begleiter. Die hier ist mein ständiger Begleiter, weil das Cockpit hier so spiegelt. Und dann habe ich noch zwei Sachen im Auto, die ganz geil sind. Nämlich einmal das hier. Oh, ich bin so fett, ey, der Ranse spannt, ey. Das hier, so eine gelbe Brille, so eine gelbe Nachtfahrbrille, die ist genial. Da kannst du so müde sein, wie du willst. Wenn du die aufhast, blende dich kein Licht. Das ist voll geil. Die ist voll geil. So eine Nachtfahrbrille. Die ist spitzemäßig, du. Die ist richtig geil. Gerade wenn ich jetzt Auftritte hatte oder so, ich muss nachts um 4 heimfahren, bin todmüde. Dann habe ich noch... Was ist das? Oh, eine leere Hülle. Guck an.
Ah, das da. Eine Maglite habe ich immer dabei. Ja, die geht. Maglite. Einmal natürlich zur Verteidigung. Ja, weil mit der kannst du richtig zuschlagen. Und einmal natürlich als ein Licht. Ne? Habe ich immer im Auto. Kugelschreiber. Strom. Kaugummi. Taschentücher. Und Desinfektionsgel. Ja. So, ich habe jetzt noch. Komm schon. Noch eine ganze Stunde. Und was mache ich jetzt mit der Stunde? Oh, ey, der Ranse spannt, ey. Oh. Keine Ahnung. Mich hinlegen. Also, Gewinnspiel. Schreibt den Namen meiner Frau in die Kommentare. Und natürlich, wie ihr das Video gefunden habt, ja. Und dann gewinnt ihr ein Überraschungspaket von mir. Und diesmal schreibe ich es, wie gesagt, schreibe es auch oben rein, damit ihr es wiederfindet, dass ich ein Gewinnspiel gemacht habe. Ja? Auflösung machen wir dann Dienstag, Mittwoch. Okay? Ciao, ciao. Gutes Nächtle.